Hallihallo, Hallöle, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Om See 2. Wir fahren heute auf der Map Krummenab. Genau. 4295. So. Richtung Flossenberg Bahnhof. Genau. Und ich habe euch den Mercedes-Sprinter mitgebracht. War mit der Stadtbusfamilie, mit dem Regionalbuslinie Krummenab. So. Den Intercity-Farben der Linie. Ja, die sind schön. Also wenn mich einer hier mal aufklären kann, ich habe im Bus minus 11 Grad, trotz dass die Heizung auf volle Pulle ist. Ich fahre reales Wetter. Ist komisch, wa? Ja, das ist ulkig, ne? Ja. Hallo. Rein, Junge, komm so rein, komm so rein. Auch alle User, die uns neu abonniert haben. Sagen wir nochmal einen herzlichen Dank, dass das. Danke, 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 dass ihr uns abonniert habt. Und ich bin auch sehr froh, dass euch das Video Ansagentest sehr gut gefallen hat. Eventuell mache ich Sonntag ein neues Wien-Video. Ich habe die Ansagen jetzt noch ein bisschen lauter gemacht. So. Ey, ich habe schlagende Beifahrerseite. Super. Ja, läuft, ne? Ja. Das wäre dann jetzt mein zweites Video mit meiner neuen SSD. Und meine alte SSD ist Kollegen. Genau. Da möchte ich mich noch mal ganz herzlich bedanken. Kein Problem, habe ich doch gerne gemacht. Ich verstehe das nicht. Weil du ja rumgeheult hast, dass deine kleine jetzt deine alte SSD wieder voll geworden ist. Ja. So. Du musst mir nur sagen, wann Abfahrtzeit ist, weil ich habe hier keine Uhr drin. Noch 2 Minütchen haben wir noch. Okay. Jetzt hast du natürlich auf deiner SSD auch doppelte Kapazität. Genau. Das heißt, bis zum nächsten Rumheulen dürfte es jetzt ein bisschen dauern. Nein, ihr braucht mich jetzt nicht fragen, ob ich euch auch eine SSD kaufe. So gut ist die Freundschaft nicht. Was wir ein bisschen sehr schade finden, dass, was ich mir eigentlich gewünscht hatte, dass Omvi Hamburg City Hafen rauskam. Aber ist natürlich, der Termin ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Da können wir jetzt auch nichts mehr ändern. Ja, da ja von dem Add-on noch nie Bilder und Videos aufgetaucht sind, zweifle ich, dass das jemals kommt. Ja. Dafür gibt es ja Bilder vom Add-on Bremen. Da freue ich mich umso mehr. Da kommt dann wieder ein neuer MAN Line City. In der etwas höheren Hochflurversion mit sehr breiten schwarzen Steg vorne. Ist zwar nicht der schönste Line City, aber ist so eine Art Überlandbus. Kriegt er die Original Bremer Kasse, weißt du das? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn, wäre natürlich klasse, ne? Ja, weil ich fand die nämlich sehr schön. So, und was ich eine Frechheit hoch 3 finde, die Leute, die Gladbeck gekauft haben, sollen jetzt extra für den Zusatz, wird der Ruhrgebiet gebaut, sollen wir extra nochmal drauf zahlen. Da finde ich so eine Schweinerei. Ja, oh. Und ich könnte schon fast wetten, auch wieder über 30 Euro. Ja. Weil der Herr Raffzahn ja irgendwie nicht genug Geld zusammenkriegt. Ja, genau. So, aber müssen wir jetzt Abfahrtzeit so haben? Ja, in 4. 3, 2, langsam können wir losrollen. So. Bin ich ja mal gespannt, ob ich mit dem Mercedes-Sprinter hier besser klarkomme. Ja, hier kommst du besser rum mit denen. So. Ich bin der Scheiße.
Ja, ich weiß, ich fahr scheiße. Ich hoffe, dass ich alle Leute wegkriege. Aber sonst nimmst du mir die restlichen hier mit. Aha. Na komm. Nein? Dann nicht. Dann lässt es bleiben. Kann ja keinen zwingen hier. Weil voll sind wir nämlich noch nicht gewesen. Hast du auch rot gerade? Wieso rot? Ach so, du bist beim Einladen, ne? Ja, ich darf wohl noch Leute mitnehmen, oder? Ja, du nimmst ja meine Leute jetzt mit. Wo ich eigentlich noch 10 Sitzplätze da frei habe. Aber irgendwie müssen wir alle eine Allergie auf Sitzen haben. Ja. Gehen bei mir alle. Ey, kann doch nicht sein, ich bin noch nicht voll. Ich habe nur so viele freie Sitzplätze. Aber weil hier welche stehen. Naja. Dann nicht. Jetzt mache ich noch meine Kasse. Ach so, das ist der Mercedes-Sprinter, das ist ein Schaltwagen, was ich hier fahre. Also mit Tastatur würde ich das nicht fahren hier. Du bist das ist ja nicht dagegen, ne? War das bei dir oder bei mir? Was? Naja. Der Crash. Ich habe noch nichts gecrashed. Ja, und das ist auch nicht die normale Krumnab, das ist das Krumnab Update. Ja, du bist schon jenseits der deutschen Grenze, wa? Ja. Ich bin jetzt in Wolfen, ich brauche nicht anhalten, wenn Kinder hier einsteckt. Aber ich warte mal auf dich. Ey, dich. Jo, kannst weiterfahren.
Abend. Ja, eine Fahrkarte für 3 Euro. Ja. Ja, schön. Ah, es will jemand aussteigen an der nächsten Haltestelle. Im Baumgarten. Ich will jetzt mit 80 fahren. Das halte ich aber fast durchstellen. Hier 80? Bist du das kannst du ja vergessen, da fliegst du voll raus. Deswegen. Du wirst nachher vorne deinen Spielraum haben, wenn der KI dir entgegenkommt. Da wird spinnen schappern bei dir. Ah ja, lass dich mich überraschen. Jetzt verarscht, dann steig doch aus, du Idiot. Ja, bei mir ist... Tür zu. Auf, will keine aussteigen. Ich mach Tür zu, uff. Meep. Komm, Mädchen, lauf. Lauf, Mädchen, lauf. Jetzt bleibt das Erste, wenn du Oma nicht einsteigen willst, dann lasse es. Ich habe jetzt hier einiges probiert. Oberpfalz 3D, willkommen ja. In New York, in the USA, Hollywood. Genau, wollte ich gerade. Oh ja, der fährt richtig scheiße, finde ich ja wieder klasse. Ich noch nicht mal 30 den Berg hochfahren darf. Was wollt ihr denn? Aber immer an derselben Stelle. Entweder geht die FPS bei dir im Keller oder die Fahrgäste meckern. Ja, ich bin Michael Schumacher. Ich kann damit sehr gut leben. War zwischen 30 und 40. Ja. Nein, ich kann nicht anders fahren. Ich muss hier auf der Straße bleiben. Ja. Ich habe ein Auto mitgenommen. 1-0 für mich. Ja. Ich habe gesagt. Also mit so einem großen Bus. Und dir kommt noch nachher der große Bus entgegen. Ja, und? Wir fahren ja auch große Busse. Ja. Soll ich da mit dem Nuckel fahren?
Ja, richtig gemein hier, ey. Du wolltest doch unbedingt die Linie. Du wolltest mit der Karte fahren. Ja. Du hast doch mit der Linie angefangen, nicht ich. Ne, wir hatten damals die Karte mal gezeigt, aber noch nie kein Video davon gemacht. Weil ja kein Fahrplan damals gab. Ja. Also wenn einer weiß, warum ich die Mitteltür nicht aufmachen kann, würde mich freuen, wenn er das mal in der Videobeschreibung... Welche Mitteltür? Ja, bei mir, ich kann die Mitteltür nicht aufmachen bei mir. Du fährst mit einem kleinen Lutscher. Ja. Wie hat das Ding? Na, Beifahrer und dann hast du praktisch bei den Sprinter hast du ja noch die... Ja, bei Mitteltür sagt man, wenn der drei Türen hat. Also ja. Ist doch die hintere Tür. Dieser Fahrstil ist nichts für meine alten Beine. Nee, da ja, musst du dich hinsetzen, Oma, und nicht wir rumstehen. Wir hatten einen Unfall, das weiß ich. Ja, nochmal eine richtig fette Schleife. Und da kommt dir die KI, 100 Pro entgegen. Oh, bin voll ins Schleudern gekommen. Aber ich konnte es noch gerade so halten. Ach so, ist der Sprinter nicht schlecht. Du kommst viel... Oh, jetzt kommt mir ein Auto entgegen. Mir auch. Aber diesmal habe ich ihn nicht erwischt. Und da kommt noch ein Auto runter. War ja klar. Auch nicht erwischt, Gott sei Dank. Oh, ey, das ist ja hier fies. Oh. Kann man die auch genau in der Kurve da? Natürlich. Ey. Zum Glück, dass da nicht der Bus gekommen ist. Da hättest du verspielt, oder? Ja, war ja mit dem Auto schon unangenehm. Jetzt hier über so einen Acker? Nee, ist asphaltiert, aber so ein DDR-Asphalt ist das. Rotenburg. Nicht? Ey, ihr seid so blöd. Ey, bei mir sind sie jetzt hier alle ausgestiegen, wie in den einen Unfall. Ich glaube, jetzt ist Rotenburg hier übervölkert. Kann jetzt wenigstens noch keiner meckern. Ja. Jetzt kommen wir in ein Gegend. Aber die FPS-Zahl ist jetzt besser, die ich dir gegeben habe. Ja.
Ja, siehst du. Musste Papa fragen. Ah, Papa hat mir gefallen. Ja. Abend. Mach das auch noch. Ach, du musstest da noch einen mitnehmen. Ich hatte keinen. Glück hast. Überhole ich sie oder überhole ich sie nicht? Ach, wobei die. Was sagt denn die Zeit? Ja, geht noch kleiner, blöde Kuh. Was sagt die Zeit? Verspätung? Dankbar. Ich hab eine Minute. Naja, gut, dann bin ich pünktlich. Jetzt kommt eine Baustelle hier, war in Schlieffen. Na, willst du nicht einsteigen, Manfred? Denn ist scheinbar mein Auto zu kalt. Jetzt hast du aber deutliche Verfrühung. Jetzt wirst du schön abkotzen gleich. Ja, gehen wir durch. Ey, das ist ja ein total. Das musst du dir nachher reinziehen, morgen. Ja, gehen die mir gefallen. Gehen die durch die Tür halb. Abends. Schon da, wo soll ich denn jetzt abkotzen? Nee, da wo ich gerade da die Schleife war. Schleife war doch nichts. Oma noch rauslassen. Wettung ist relativ okay. Ein Unfall. Ja. Hält schon Grenzen. Ja, genau. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wäre schön, wenn ihr ein Abo da lassen würdet. Auch Daumen nach oben. Auch schön. Ja, genau. Tschüss. Aber wir wollen ja nicht betteln. Nein, genau. So, in 13 Minuten mal wieder zurück, aber ohne euch. Auf Wiedersehen. Tschüss.